Herzlich willkommen jetzt in einem weiteren YouTube-Video hier auf unserem Kanal. Hier heute jetzt einer weiteren Backtesting-Session hier am Ende der Woche. Ja, wie gewohnt, also für alle, die an der Stelle neu sind. Wir machen das hier jede Woche seit Anfang an letzten Jahres, jetzt hier fast seit 19 Monaten, setzen wir uns hier jede Woche hin, gehen in den DAX mit unserem Trading-System und schauen uns hier nach unserem Trading-Plan jeden Trade über die Woche hinweg an, der sozusagen nach dem System möglich gewesen wäre. Also wirklich jeden Trade komplett transparent, nicht nur die besten Trades, so wie es bei den meisten ist, und dokumentieren halt alles hier in unserem Backtesting-Sheet. Ihr seht, das sind eine Menge Daten, und wenn ihr euch die Ergebnisse anschaut, also die Ergebnisse sprechen halt absolut für sich. So im Schnitt sind wir immer bei 4-5% pro Woche. Gesamt stehen wir jetzt hier fast, wir stehen über 2000% Profit. Ich glaube, die Zahl hier oben ist gar nicht mehr aktuell. Ja, wir sind jetzt hier aktuell bei Ende letzte Woche bei 2176% Gewinn. Natürlich mit Zinseszinseffekt. Letztes Jahr mit unserem Startkontostand bei 10.000 Euro stehen wir jetzt mittlerweile bei 227.000 Euro, bei fast einer Viertelmillion mit diesem System. Insgesamt ohne Zinseszinseffekt 331 Risikoeinheiten seit letztem Jahr. Also es ist wirklich absolut krass. Und wie gesagt, ihr müsst nicht uns glauben, dass das System so krass performt. Wie gesagt, ihr könnt euch ganz einfach kostenlos bei uns in unserer Trading-Community ganz einfach sozusagen den Trading-Plan runterladen, in eure eigenen Charts gehen, bei euch selber in TradingView gehen. Auch dieses Datensheet könnt ihr hier runterladen und könnt halt bei euch in euren eigenen Charts diese Ergebnisse überprüfen und schauen, ob das halt wirklich alles so stimmt. Wie gesagt, ihr müsst nicht uns glauben, dass die Ergebnisse so krass sind. Ihr könnt das in euren eigenen Charts mit dem Trading-Plan, mit dem Datensheet überprüfen. Findet ihr alles bei uns in der Community. Der Link dafür ist unten in der Beschreibung. Bloß heute eine etwas andere Backtesting-Session als sonst. Ihr wisst ja, sonst machen wir es jetzt immer hier. Bloß ihr wisst ja, ich bin immer ehrlich mit euch, und immer wenn ich auch die Backtesting-Sessions mache, ihr wisst ja, ich trade das System aktuell nicht selber, weil ich sehr weit außerhalb Europa lebe, mit einer großen Zeitverschiebung, und daher es mir absolut nicht möglich ist, die London-Session bei mir zu traden, weil die halt mitten in der Nacht ist, erst bei mir um 1 oder irgendwie sowas. Heißt, dass ich halt aktuell andere Systeme trade, nicht das Haptic Trading System. Das heißt, ich trade den DAX im Ganzen auch mit anderen Systemen momentan gar nicht. Das heißt, ich schaue mir den DAX unter der Woche vor unserer Backtesting-Session auch nie an. Das heißt sozusagen, wenn ich unsere Backtesting-Session am Wochenende mache, dann habe ich keine Ahnung, was die Woche abging. So, das mache ich natürlich immer live, Freestyle. So wie ihr das halt kennt. Bloß diese Woche würde ich euch anlügen, wenn ich das so sagen würde, weil wir vorhin gerade spontan, weil ich übers Wochenende unterwegs bin, treffe mich mit ein paar Personen, muss halt spontan übers Wochenende weg, und daher haben wir eigentlich immer am Samstag um 9 Uhr, haben wir immer bei uns in der Community, ich habe sie gerade mal aufgemacht, haben wir hier bei uns in der Community eigentlich immer 9 Uhr unseren Call, da wo wir halt zusammen Systeme bauen, wo wir backtesten, wo wir eure Fragen beantworten, wo wir euch sozusagen coachen. Das ist alles kostenlos. Wenn ihr, wie gesagt, unsere Trading-Community beitretet, dann könnt ihr hier kostenlos an diesen Calls teilnehmen. Wie gesagt, das ist auch unser Trading-Plan, unser Trading-Datensheet, könnt ihr euch alles hier runterladen. Bloß diese Woche, wie gesagt, weil ich spontan übers Wochenende weg muss und einige Meetings habe, haben wir die Session spontan auf heute 9 Uhr vorgezogen. So, das war wirklich spontan. Ich habe vorhin um 8 eine Stunde vorher geschrieben, okay, wir müssen das heute machen, ich will es nicht ausfallen lassen. Und da aber nicht so viele Leute so spontan, vor allem ja mitten in der Woche, Montag 9 Uhr Zeit hatten, ich glaube, wir waren nur zu 5 oder zu 6, und vor allem diejenigen, die da waren, alle schon etwas weiter waren, waren keine Fragen großartig offen. Und wir haben halt gesagt, okay, dann gehen wir einfach schon in die Backtesting-Session sozusagen, ja, fürs Haptic Trading System, weil ich hätte sowieso übers Wochenende keine Zeit gehabt, die großartig aufzunehmen. Das heißt, da habe ich mir gedacht, okay, schlägst du zwei Fliegen mit einer Klappe und nimmst sozusagen einfach gleichzeitig während des Calls schon mit die Backtesting Session auf, gehst mit den Jungs jetzt kurz den Chart einmal durch, und wir traden am Ende sogar noch, gucken nochmal live, ob im Nachhinein im Live-Trading dann sich irgendwelche Chancen sozusagen ergeben. Und genau, das heißt, ich werde jetzt gleich, nachdem ich jetzt hier mit dem Intro und meinem Gelaber ja fertig bin, sozusagen einfach diesen Call, den wir hatten, hinten dran, komplett for free hängen. Also sozusagen habt ihr jetzt hier einfach mal einen Live-Call mit mir for free, den ich euch jetzt hier einfach auf YouTube sozusagen raushaue. Wir sind am Ende, wir haben erst, wie gesagt, das System gebacktestet, sind dann sogar noch in eine kleine Optimierungssession gegangen, wo ich ein paar Ideen geteilt habe, wie ich, was ich glaube, wie man dieses System von uns, unser HT-Trading-System hier sogar noch ein bisschen optimieren könnte, beziehungsweise dahingehend die Drawdowns und die Trefferquote, also die Drawdowns verkleinern könnte und die
Trefferquote vergrößern könnte. Habe ich, wie gesagt, alles im Nachhinein geteilt, sind wir drauf eingegangen und haben, wie gesagt, noch kurz dann live geschaut, ob wir Trades im Nachhinein finden. Und gerne auch, wie gesagt, ist jetzt schon Donnerstag, wenn heute ich über den Tag hinweg sehe, dass ich irgendwelche Trades, ich lasse den DAX jetzt hier oben die ganze Zeit offen. Wie gesagt, wir haben jetzt hier gerade die Woche schon getestet. Ihr seht, die Daten sind schon drin. Das, was ich euch jetzt gleich einblende, ist sozusagen jetzt von vor und gerade. Das heißt, ich werde jetzt, wenn jetzt hier gleich irgendwelche Trades entstehen, und ich gerade Zeit habe, werde ich es auch live aufnehmen, weil es sieht jetzt ganz danach aus. Vielleicht kriegen wir es jetzt hier sogar live hin. Ich meine, ihr habt die Backtesting-Session noch nicht gesehen, aber ist ja egal. Wir haben hier auf jeden Fall heute Asia-Session gebildet, haben hier einen Liquiditätspunkt, haben den Liquiditätspunkt jetzt hier zweimal gestreamt und sind jetzt hier kurz davor, sozusagen hier über diesen Fraktal zu schließen. Und das wäre auf jeden Fall ein Signal, was wir jetzt so nicht nehmen würden, weil, ich spoilere euch jetzt schon, es tut mir leid, der Trade hier von gestern noch laufen würde. So, das heißt, dieser Long würde noch laufen und wir machen ja keine zwei Trades. Ihr wisst ja, wenn ihr euch den Tradingplan durchlässt, wir machen keine zwei Trades in die gleiche Richtung. Das heißt, den würden wir nicht machen, wäre aber trotzdem ein Signal. So, wenn aber natürlich der Trade heute ausgestoppt werden sollte und wir ein neues Signal bekommen oder vielleicht ein Short-Signal bekommen, dann würde ich euch hier auf jeden Fall, insofern ich das heute schaffe, auf dem Laufenden halten. Aber ich würde jetzt erstmal sagen, schaut euch erstmal den Call an. Viel Spaß damit und wir hören uns dann gleich nochmal. Das hier hoch. Halt, hier sind wir noch im falschen Chart. Das war mein australischer Dollar, US-Dollar. So, dann kommen wir nämlich jetzt hier einfach mal im DAX rein. Ich weiß gar nicht, Christoph, du tradest doch das HT-System, ne? Ich glaube, er hat sein Mic-Mikro immer noch nicht hinbekommen. Naja. Ich bin jetzt hier einfach schon mal im Backtesting zurückgesprungen. Wieder Montag fangen wir immer an, 7.55 Uhr. Unsere Session und gucken einfach mal hier rein. Dann erstmal hauen wir wieder alle, wie gewohnt, früh alle Liquiditätspunkte in den Chart. So, das hier. Zack. Und gucken wir mal. Ich glaube, ich habe schon Feedback bekommen oder die Trades, die ich so bekommen habe. Mir werden ja immer viele Trades zugeschickt. Waren, glaube ich, die Woche jetzt nicht so stark, aber naja, nach den letzten Wochen. Wir uns den hier oben noch rein. Also erstmal strukturell, wenn wir uns erstmal strukturell anschauen, sind wir jetzt nach der Herangehensweise, die wir hier im Tradingplan jetzt geschrieben haben. Halt, das ist, glaube ich, sogar noch der alte Tradingplan. Das ist nicht mal mehr der neue. Okay, perfekt. Aber halt hier drauf, zack, sind wir hier. Jetzt auf jeden Fall ganz klar wieder long gerichtet, weil wir haben jetzt sozusagen dieses High, was wir jetzt hier zu diesem letzten Low geführt hat, sozusagen gebrochen. Vor allem auch mit einem deutlichen Push und jetzt nicht irgendwie nur mit einem Fakeout oder sonst was. Kann natürlich trotzdem mit Fakeout sein, weiß man natürlich vorher nicht. Aber im Großen und Ganzen ist der Push auf jeden Fall erstmal eindeutig genug, dass wir jetzt hier wieder long gerichtet sind und nicht, wie gesagt, jetzt die ganze Zeit bis dahin short. Hier hat es ja mal so ganz kurz so gewirkt, als wir drüber gesweept sind, dass wir wirklich jetzt nochmal den Short-Push sozusagen bekommen. Aber ja, hat leider nicht gereicht. Aber trotzdem haben wir natürlich hier einige geile Trades mitgenommen. Das heißt, wir gucken jetzt einfach mal, sind jetzt natürlich haben erstmal im Hinterkopf wieder, dass wir jetzt sehr wahrscheinlich erstmal in die Long-Richtung wieder pushen könnten. Und guck mal, er sweept ja auch direkt unter die Asia-Session. Heißt, wenn ihr auch irgendwelche Fragen sonst was habt, immer reingrätschen. Kein Thema. Gucken wir mal. So, jetzt haben wir auch schon den zweiten Sweep, der erste Sweep. Der zweite Sweep. Und sobald wir jetzt hier natürlich einen Long-Bruch bekommen würden, dann würden wir natürlich long reingehen. So, da an der Stelle. Sehen, ob wir den brechen. Aber wir bekommen sogar, ja, wie es aussieht, nochmal einen besseren fraktalen Punkt hier. Das heißt, der hier. Okay, würden da long reingehen. So. Würden jetzt hier, weil wir halt long gerichtet sind, auf jeden Fall einen Liquiditätspunkt überspringen. Das heißt, würden jetzt hier bis ins High, also wahrscheinlich sogar hier ins oberste High den Trade nehmen. Sowas in die Richtung, weil das hier oben würde ich auf jeden Fall als einen Liquiditätspunkt sehen. Also er gönnt auf jeden Fall den hier. Sweep den. Halt. So. Gucken wir mal, ob wir noch hier unseren zweiten Sweep bekommen. Okay. Hier wäre jetzt sozusagen der Bruch. Und wenn er. Okay, er sweept sogar weiter. Das ist so ja best. Soll er ruhig so machen, obwohl er jetzt hier den Bruch gemacht ist. Okay, das heißt, wir hätten jetzt hier einen Short-Signal. Das können wir rausnehmen. Würden hier sozusagen Short reingehen. Zack.
So. Und dann, ja, müssen wir jetzt mal schauen, da wir jetzt halt wieder long gerichtet sind, bis wohin wir den nehmen. Aber ja, eine Ineffizienz haben wir nicht. Das heißt hier einfach erstmal bis zum nächsten Liquiditätspunkt, bis jetzt hier runter. Das wären jetzt hier roundabout 1, fast 1,5 R. Das heißt, vom CAV her würde das so auch passen. Das heißt, hier wäre ja der nächste Liquiditätspunkt. Bis dahin würden wir das dann sozusagen nehmen. Zack, 1,4. Gucken wir mal, was er jetzt gönnt. Natürlich wäre es jetzt schöner, wenn er hier den Long gönnt, weil es jetzt hier das Ganze 2,4 wären gegen 1,4, klar. Aber ja, okay, er gönnt den. Okay. Das heißt, er stoppt den Long aus, gönnt den Short Trade und gucken mal. Weiß nicht, ob wir jetzt hier nochmal weitere Liquiditätspunkte haben. Ja, hier unten würden dann noch ein paar kommen. Könnte ich mir auch gut vorstellen, dass er jetzt, wenn er jetzt fällt, hier reinfällt und die Ineffizienz erstmal auch noch ein Stück weiter fällt. Wenn mal. Okay, wir haben auch schon den zweiten Sweep direkt. Das heißt, er würde uns jetzt hier, sobald wir jetzt hier einen Fraktalenpunkt brechen, auch direkt einen Long geben. Aber er sweept weiter, ja. Ist auf jeden Fall geil. Ja, und jetzt hier hätten wir dann auf jeden Fall, jetzt macht er das ja aber kurz unten vor diesem nächsten Liquiditätspunkt. Gefällt mir natürlich nicht so. Zack, das heißt, wir würden jetzt hier an der Stelle long reingehen. Guck mal. Bis zum nächsten Fraktalenpunkt. Ja, das wäre dann sozusagen der, beziehungsweise wenn wir einen überspringen würden, hier oben. Aber ich bin mir halt dem Strukturbruch immer noch nicht so sicher, aber ja, System ist halt System, wie wir das immer so schön sagen. Das heißt, wir packen den auf jeden Fall auch ins High, weil neuer ist jetzt hier erstmal nicht entstanden. Guck mal, schöner wäre es, wie gesagt, wenn wir jetzt noch den hier unten geholt hätten, aber naja, mal sehen. Vielleicht holt er den dann noch, sweept den jetzt hier raus. Sieht doch danach aus, oder? Ja, okay, er sweept den raus. Was ist jetzt hier? 19:15 Uhr, ob wir noch ein Entry bekommen vor Ende unserer Trading-Zeit? 20, aber ja. Ach komm, er gibt hier einen. Ja, doch. Das heißt, hier hätten wir sozusagen einen Long. Zack. Mit, aber was? Ich denke mal, das wird ein übelst krasses CRV bis hier hoch, weil wird jetzt auch wieder kein neuer Liquiditätspunkt sich natürlich gebildet haben. Das heißt, es wären 14R. Gucken wir mal. 14R. Ja, ne. Neuer Liquiditätspunkt ist nicht da. Das heißt, bis da hoch wäre das Ganze auf jeden Fall möglich so. Man ergönnt zumindest ein bisschen. Jetzt sozusagen Asia Session, die überspringen wir sowieso erstmal. Das heißt, wir springen jetzt hier Dienstag früh 7 Uhr. Und hauen jetzt hier erstmal wieder, ja, wie gewohnt, früh erstmal alle unsere Liquiditätspunkte rein. Das heißt hier das High der Asia Session. Dann hier an der Stelle das Low noch und hier unten drunter. Ich denke mal, dass wir jetzt hier erstmal noch ein Stück weiter runter sweepen werden, weil so viel Liquidität, wie wir jetzt hier nach unten liegen haben. Ja, wird der ist natürlich erstmal hier die Downside favorisieren. Gerade weil jetzt wahrscheinlich auch viele hier in dem Bereich irgendwie versuchen, long reinzukommen. Stockfortsetzung, whatever. Ich meine, wir haben genauso gerade den Trade laufen und sind wahrscheinlich gerade genauso auf der Seite, aber naja. So, das heißt, der läuft jetzt hier über Nacht auf jeden Fall noch. Dann gucken wir mal. Ja, er wird ja direkt mit der ersten Kerze unserer Trading Session ausgestoppt. Okay. Das heißt, er holt auch direkt alle diese Liquiditätspunkte hier. Aber jetzt sieht es auf jeden Fall für den Long erstmal ein bisschen besser aus. Das heißt, den und den haben wir auf jeden Fall auch gesweept. Dann gucken wir mal, brauchen wir jetzt bloß noch unseren zweiten Sweep, den wir jetzt auch haben. Ja, das sieht ja schon mal besser aus. Und sobald er uns jetzt hier wie an der Stelle einen Bruch von dem Fraktalpunkt gibt, würden wir jetzt hier auf jeden Fall erstmal long reingehen. So. Das heißt, das wäre nächster Liquiditätspunkt, aber wir sind ja immer noch in Strukturrichtung, solange wir jetzt hier unten nicht dieses Low brechen. Das heißt, ja, wir würden jetzt nicht bis ganz hoch, weil dann würden wir jetzt auch noch den, dann würden wir drei Liquiditätspunkte, oder ja, zwei Liquiditätspunkte überspringen. Das heißt, wir würden jetzt mal den anvisieren. Wenn er es jetzt gönnt, aber ich weiß nicht, wenn wir nochmal kurz schauen, ob jetzt hier in direkter Umgebung nochmal, ja, hier kommt noch ein Liquiditätspunkt direkt darunter.
den wir noch nicht gesweept haben. Boah, ist er wirklich ganz, ganz kurz darunter. Sieht dann hier demnach wieder absolut danach aus, als ob wir jetzt hier einfach nur Liquidität erstmal aufbauen. So, dann gucken wir mal. Ja, come on. Er hat erstmal gar keine Lust hier. Nochmal gucken, nicht, dass ich jetzt hier eventuell auch. Ja, er hat sich auch einen neuen Liquiditätspunkt gebildet, an dem wir vielleicht dann noch einen Short bekommen könnten. Wenn er den jetzt hier sweepen würde, dann gucken wir mal. Ganz knapp nicht, okay. 17 Euro bewegt sich aber auch kaum. Das heißt, wir haben jetzt hier den ersten Sweep, den zweiten Sweep und hätten jetzt hier ja rein theoretisch schon wieder ein Short-Signal. An der Stelle Short rein, zack. Und dann, ja, der wäre sowieso schon raus gewesen, aber einfach, weil wir natürlich auch immer hier bei uns in der Backtesting-Tabelle. Ich muss das hier mal ein Stück rüber machen, dieses Ding, zack. Weil wir natürlich auch immer hier bei uns in der Backtesting-Tabelle das CAV oder das mögliche CAV mit tracken, ist natürlich trotzdem, auch wenn wir jetzt hier schon sehen, er wurde ausgestoppt, wichtig, dass wir das mit einfach mit tracken. Das heißt jetzt hier in den nächsten Liquiditätspunkt, der wahrscheinlich jetzt, ja, können wir nochmal kurz schauen, da an der Stelle liegen wird. So. Das heißt ja, 2,7 wären das gewesen, die wir angepeilt hätten. Da gucken wir mal, vielleicht gönnt er den Long noch, das ist ja natürlich das Allerschönste. Hat jetzt hier erstmal noch keinen neuen. Doch, hier hat er jetzt nochmal ein Entry gegönnt. Ah, der war nicht mehr in unserer Trading-Zeit jetzt hier. Jetzt hier, der wäre 20:15 Uhr gekommen, der Short, das heißt, bis 20 Uhr traden wir. Können wir jetzt hier erstmal sozusagen die Nacht überspringen. Und wären dann jetzt sozusagen schon am gestrigen Tag am Dienstag. Jetzt, ja, jetzt habe ich ja eine Kasse zu weit gemacht, aber es ist eine schlimme Strip jetzt hier sozusagen die Asia-Session. Halt, andersrum. War schon richtig. Die Asia-Session, er sweept eventuell dann auch das Low, was natürlich nicht so geil wäre, weil hier unten liegt dann unser Stop. Weil der Trade hier läuft ja noch. Und nach oben hin haben wir dann halt das High. So. Also in beide Richtungen auf jeden Fall einiges an Liquidität. Ist sehr spannend, mal sehen. Okay, sweep das. Ja, komm. Sweep der ja mit einer Katze und dann Stop raus. Und gibt uns hier direkt dann mit der übernächsten Katze den nächsten Entry. So, das heißt, die sind alle gesweept. So. Den würden wir dann bis, ja, gucken wir mal. Weil das wäre, das Ganze würde für mich jetzt als ein Bereich sehen, ein Liquiditätsbereich. Ein Liquiditätsbereich, das heißt, wir nehmen den, ein bisschen hochnehmen an der Stelle. Wieder immer noch das sozusagen der gleiche, das gleiche Target hier. Ja, gucken wir mal. Ansonsten den hier können wir erstmal noch hier vorziehen, weil den haben wir jetzt gesweept. Der ist erstmal nicht mehr spannend für uns. Ja, come on. Stop uns halt aus. Ja. Das heißt, der holt sich auch noch den und ich weiß nicht, ich glaube, hier waren noch mehr, die er sich jetzt ja auch noch geholt hat. Dann macht er halt bloß wieder genau die Entladung, die wir dann hier die ganze Zeit versucht haben, hier nach hier oben zu catchen. Macht er jetzt halt bloß ohne uns, weil er diesen Wendepunkt dann wieder hier am Freitag gebracht hat, zu einem Zeitpunkt, wo halt kein Schwein mehr hier irgendwelche Trades eingeht. Dass auch, ja, keiner hier dabei ist. Obwohl wir ja trotzdem hier einen Teil gecatcht haben, bloß halt, dass wir halt long gerichtet waren, sonst hätten wir den halt auch, wenn wir nicht den Bruch hier gehabt hätten, hätten wir den Trader dann bis hierhin halten können, dann wäre das auf jeden Fall hier ein 7R-Trade gewesen. Aber nach System hätten wir ihn halt nur bis dahin halten können. So, das heißt, vielleicht holen wir jetzt hier den Punkt noch, das wäre natürlich am allerschönsten, bevor wir jetzt hier ein Signal bekommen, aber ah, wir haben schon ein Signal. Das heißt, das hier.
würden dann hier am Low Long reingehen. Oh, gucken dann nochmal auf H1. Ich glaube, es hat sich jetzt hier kein neuer Liquiditätspunkt gebildet. Das heißt, wir haben die drei und würden den dann auch bis hier hochhalten. Ist ja immer noch genau gleiche Situation, außer dass wir halt noch mehr Liquidität jetzt aufgeladen haben. Und das CHV jetzt hier mit 7,85 wäre natürlich auch echt schön. Lassen wir das Ding mal laufen. Ja, das sieht auf jeden Fall schon mal sauber aus. Das ist schon wieder eher nicht so, dass er jetzt hier Liquidität aufbaut. Gucken wir mal, hat nicht, dass wir jetzt hier noch... Ne, ein Signal haben wir auf jeden Fall nicht verpasst. Das heißt jetzt hier, Asia Session, überspringen wir. Dann sind wir jetzt hier schon gleich am aktuellen Tag. Jetzt habe ich hier erstmal wieder die Liquidität rein. Obwohl jetzt hier die Liquidität natürlich erstmal nicht so spannend für uns ist, weil wir schon einen Long laufen haben und das heißt, zwei Trades in die gleiche Richtung machen wir nicht. So. Dann hier das High, dann bekommen wir eventuell noch einen Short. Das wäre schon eher was jetzt hier gleich passieren könnte. Sven kommt ja noch mit dazu. Okay. Das heißt, wir haben jetzt hier schon das gesweept. Wir gehen mal jetzt hier an den aktuellsten Punkt einfach schon mal. Und dann können wir von hier jetzt gleich mal schauen, ob wir ein paar Trades finden. So, jetzt sind wir hier beim aktuellsten Punkt sozusagen, gerade kurz nach der Eröffnung. Ich weiß nicht, tradet hier jemand das HT-System von uns? Oder tradet ihr alle eigene Systeme? Ist auf jeden Fall das... Ja, also ich trade es nicht. Ja. Nee, ich auch nicht. Okay. Das heißt, hier wäre ein Trade jetzt möglich gewesen, aber da wir schon direkt in der Gegenliquidität waren, wir haben hier oben den ersten Sweep, den zweiten Sweep bekommen und jetzt hier um 29 sozusagen das Signal, aber wir waren ja jetzt hier schon direkt in der Gegenliquidität und wir hätten ihn wahrscheinlich, weil wir halt übergeordnet jetzt long gerichtet sind, das Ding auch nur bis dahin gehalten. Das heißt, er würde sozusagen wegfallen. Hätte er uns hier oben irgendwo einen Liquiditätspunkt gegeben, dann eventuell, dann hätten wir hier vielleicht, wenn wir mit den 50% reingekommen, hätten wir schon das Signal sozusagen hier bekommen. Aber ich glaube auch eher nicht. So, das heißt, es wippt jetzt hier weiter nach unten. Ist jetzt aber für uns erstmal nicht spannend, weil wir, wie gesagt, hier diesen Long jetzt von gestern noch laufen hätten. Noch laufen würde und wir halt keine zwei Trades in die gleiche Richtung machen. So, aber er fängt jetzt erstmal richtig an zu pushen. Das heißt, wir müssen jetzt sowieso hier, obwohl den ersten Sweep haben wir auf jeden Fall schon hier. Heißt, haben jetzt hier kurz reagiert, haben jetzt hier unseren zweiten Sweep. Wenn wir jetzt hier nochmal einen fraktalen Punkt bilden, hätten wir jetzt hier an der Stelle dann auf jeden Fall unser Signal. Oh, Niklas, hast du dir schon die Updates in der Mastery angeschaut? Ja, ich habe sie gestern auf jeden Fall schon mal angeguckt. Alles? Die von den fundamentalen Daten, ja. Also das habe ich auf jeden Fall einmal durchgeguckt. Geil. Ich werde es mal nochmal anschauen, nochmal genauer und dann noch ein bisschen mitschreiben. Und genau. Also hast du nicht angefangen, cool, das irgendwie mit einzubauen oder so? Nee, bisher noch nicht. Ich habe auch die Indikatoren noch nicht runtergeladen. Ich habe gestern nur erstmal reingeschaut und werde mich da heute nochmal dran setzen. Ja. Ja, okay. Aber sehr cool auf jeden Fall. Also interessanter Ansatz. Ja. So, weil das, was ich mir letzte Woche gedacht habe hier im Live-Call, das wäre auf jeden Fall mal, was ich nämlich glaube, was sehr, sehr viel Potenzial hätte, dass unser HT-System sozusagen mit unserem Trendampel-Baustein sozusagen zu verbinden. Und das halt mal zu testen und da einfach mal ein Gefühl zu bekommen, weil wir ganz genau dadurch halt auch das Signal bekommen, okay, wann sind wir in der Seitwärtsphase, wann sind wir in der Abwärtsphase, wann in der Aufwärtsphase und könnten halt so mal ganz genau auswerten, wie das System in was für Phasen halt funktioniert, vor allem weil es uns ja damit auch möglich ist, die Trendstärke sozusagen zu tracken, indem wir ganz einfach nur sagen, okay, wir haben Trendstärke, wenn wir zum Beispiel noch weitere Moving Averages damit reinpacken, dass wir dann noch weitere Trendstärken bekommen. Und da ich halt glaube, wenn wir dann da irgendwie eine Möglichkeit finden, die stärksten Trendphasen hier sozusagen rauszufiltern, dass das halt sehr, sehr viel Potenzial hätte, weil für alle, die das vielleicht letzte Woche nicht mitbekommen haben, wenn wir hier mal, keine Ahnung, unsere Multi-EMA mal ganz kurz reinpacken, das können wir uns ja mal grob anschauen, nehmen wir für diesen Baustein ganz einfach
drei E-Masters. Wir haben ja immer den 5er, den 8er und den 21er uns reinhauen. Bloß hier in möglichst besseren Farben, die hier nicht direkt irgendwie Augenkrebs verursachen. Nehmen wir immer noch so ein Blau und ich glaube, so ein Gold hatten wir immer bei dem dritten. Irgendwie sowas, genau. Bloß halt mal noch ein bisschen dünner. So. Ich weiß nicht, inwieweit es Sinn macht, das auf H1 zu machen. Ich würde wahrscheinlich auf noch eine höhere Zeitenheit gehen, aber einfach um es sozusagen zu erklären, ist ja nochmal ganz kurz als Wiederholung. Es wird einfach sozusagen die Formel aufstellen, dass wir haben, ja, wie ihr seht, drei EMAs. Einmal jetzt sozusagen hier der schwarze, wie ihr gesehen habt, ist sozusagen der 5er, der blaue ist sozusagen der 8er, der goldene ist sozusagen der 21er. Und sobald wir halt sozusagen mit dem 5er über dem 8er und der 8er über dem 21er ist, haben wir sozusagen einfach ganz einfach Trendstärke 2. Also sozusagen, um das hier kurz einfach mal reinzuschreiben. Ich glaube, dann ist es am verständlichsten, wenn der 5er EMA sozusagen über dem 8er EMAs und der 8er EMA sozusagen über dem 21er so rum EMA ist. Wenn ich das ein Stück so ziehe, dann sind wir sozusagen bei Trendstärke 2. Und wenn wir jetzt beispielsweise an der Stelle sind, finde ich jetzt hier gerade eine, wie zum Beispiel hier, wo sozusagen, seht ihr das hier minimal, der 5er, also der schwarze EMA hier sozusagen unter dem blauen ist, also sozusagen unter dem 8er ist. Also wenn, das wäre dann sozusagen das Szenario, wenn 5er EMA dann sozusagen kleiner als der 8er EMA ist, aber der 8er EMA sozusagen über dem 21er EMA ist, dann haben wir halt ganz einfach nur Trendstärke 1 sozusagen. Und das ist halt überhaupt einfach erstmal diese Trendstärke, die wir halt gerade haben, mit Hilfe sozusagen der EMA sozusagen zu systematisieren und halt einschätzen zu können, einschätzbar sozusagen zu machen, ist das halt eine ziemlich geile Möglichkeit. So, und das heißt, wenn wir da vielleicht sogar noch eine EMA dazu nehmen würden und das einfach mal tracken mit unseren ganzen Ergebnissen, weil wir haben ja jetzt vor allem hier im HT-System, habe ich wahrscheinlich so viele Daten wie, oder vor allem so genau und so viele Daten wie, glaube ich, bei keinem anderen System, weil hier gehe ich ja wirklich gerade für die YouTube-Videos halt so genau vor. Das heißt, wenn wir das jetzt nochmal in die Short-Richtung machen, wäre es ja genau das gleiche andersrum. So. Das heißt, da wäre ja sozusagen, wenn der 5er EMA unter dem 8er ist und der 8er sozusagen unter dem 21er ist, dann wären wir sozusagen voll Short, dann wären wir halt bei Minus, Trendstärke Minus 2. Und wenn sozusagen der 5er EMA unter dem 8er ist und der 8er sozusagen, nee, halt, wenn der 5er, das wäre hier andersrum, über dem 8er ist und der aber trotzdem immer noch unter dem 21er ist, wenn wir sozusagen immer noch Short gerichtet, aber halt nicht ganz so stark, weil wir halt gerade sozusagen, wenn wir das hier einfach mal anschauen, wie eine Art Korrektur wären. So, und ich würde das wahrscheinlich eher, wenn wir das hier in Verbindung mit dem HT-System bringen wollten, würde ich das wahrscheinlich mir hier entweder auf H4 anschauen, wenn wir das hier mal grob überfliegen. Und das wäre dann vor allem, wenn wir halt hier auf H4 die vollste Trendstärke haben, keine Trades machen, weil dann hätten wir auf jeden Fall hier diese zwei wahrscheinlich rausgefiltert und halt nur, wenn wir wirklich hier gerade, weil das System funktioniert ja nicht am besten, wenn wir halt gerade stark am Pushen sind, stark in der Trendphase sind, wie jetzt vielleicht im Gegensatz zu unserem Williams-Flow-System, wo halt, ja, genannt, was gefühlt halt genau in der gegenteiligen Phase wahrscheinlich am besten funktioniert, wenn wir halt gerade stark am Trenden sind. So, und das System funktioniert aber eher am besten, wenn wir halt eher in der Seitwärtsphase sind, beziehungsweise uns, wenn dann langsam in eine Richtung sozusagen bewegen, wie jetzt hier an der Stelle und halt trotzdessen viel sweepen. Das wäre jetzt sozusagen, ich mir sehr gut vorstellen könnte, dass wir halt nur sozusagen trainen, wenn sozusagen der 5er EMA unter dem 8er ist und der 8er aber trotzdem noch über dem 21er ist, dass wir trotzdem noch eine Richtung haben oder vielleicht auch sozusagen einfach Trendstärke 0 haben, wenn das sozusagen hier alles einfach verknotet ist. Aber dass wir sozusagen einfach versuchen, hier oben sozusagen diese Phasen, diese, wo wir so stark am Pushen sind, sozusagen einfach rauszufiltern. Halt, das war das Falsche, was ich hier durchgeschnitten habe. Sozusagen hier oben einfach das stark sozusagen einfach rausfiltern und sozusagen, wie gesagt, nur traden, wenn wir diese leichte Trendstärke haben, bis halt Trendstärke 0, wenn wir, wie gesagt, hier komplett verknotet sind und die EMAs in gar keine richtige Richtung zeigen. Und das sozusagen als Indikator dafür zu nehmen, wie wir halt gerade trendtechnisch sozusagen ausgerichtet sind. Und das kann man ja auch ganz easy testen, indem wir dann zum Beispiel beispielsweise hier einfach alle unsere Trades durchgehen würden. Ich würde nicht alle machen, aber vielleicht, wenn wir jetzt einfach mal die letzten Wochen hier schauen, zum Beispiel hier ab, hier sind wir jetzt Kalenderwoche 28, das, was wir jetzt gerade getestet haben. Und hier zumindest jetzt die
Hier, zack, die ersten 3 Tage haben. So sind wir jetzt sozusagen hier in der 29. Kalenderwoche und vielleicht jetzt seit Anfang des Jahres. Das wäre jetzt sozusagen hier oben bei uns im Datensheet. Das Datensheet kann sich ja jeder bei uns runterladen. Das wäre halt ganz einfach hier eine Spalte hinzufügen. So könnt ihr auch ganz, ganz viele andere Dinge noch testen. Dass ihr einfach eine Spalte sozusagen hinzufügt. Links beispielsweise nennt diese Spalte sozusagen ganz einfach Trendstärke. Und wir würden uns dann halt sozusagen jetzt bei den ganzen letzten Trades hier einfach reinschreiben, okay, was war da sozusagen für eine Trendstärke, um das einfach zu tracken. Wenn wir das jetzt hier bei den letzten Trades zum Beispiel sehen, können wir mal ganz kurz machen. Ja, ich wollte jetzt hier von denen machen, aber die haben wir jetzt ja überhaupt noch gar nicht eingetragen. Die muss ich nachher gleich mal noch eintragen. Aber sozusagen jetzt hier die letzten Trades, die jetzt hier drin sind, sind ja sozusagen von der 28. Kalenderwoche sozusagen jetzt von hier. Und wir jetzt sozusagen hier mal schauen würden, beispielsweise hätten wir jetzt hier bei dem letzten Trade am Freitag, ihr könnt es ja mal kurz sagen, was hätten wir für eine Trendstärke? Was sagt ihr? Hier sozusagen bei dem Trade. Das ist Trendstärke 2. Genau, 2. Ich kann euch auch kurz die Formel hier nochmal hinpacken. Das heißt, wir würden sozusagen bei dem Trade hinschreiben, okay, Trendstärke 2, hätten wir mit Trendstärke 2 gemacht. Und dann, wenn wir sozusagen hier diese ganzen Daten haben, können wir ganz einfach hier bei uns auf der Übersicht sozusagen so eine Art Trefferquote hier hinpacken und sozusagen uns ganz genau anschauen, okay, wenn wir Trendstärke 2 haben, wie sieht unsere Trefferquote aus, wie sieht unser durchschnittlicher Gewinn aus, wenn wir dann beispielsweise sehen würden, okay, wenn der Trend halt so stark am Trenden ist, dass wir halt, dass der 5er EMA über dem 8er ist und der 8er über dem 21er und die halt alle sehr, sehr schön in so eine Richtung zeigen. Wir sind noch gerade am Überlegen, ob wir vielleicht da nochmal das Ganze ein bisschen verfeinern und sogar uns ein Tool basteln, um sozusagen hier zu messen, wie viel sozusagen zwischen den EMAs gerade Platz ist, also wie weit die sozusagen gerade alle auseinander sind und anhand dessen sozusagen einfach ein Tool zu basteln, was uns erst eine Art Trendstärke wirklich in Form von einem ganz klaren Level angibt, um das halt genauer testen zu können. Dann sehen wir halt hier, ich weiß jetzt hier auch bei dem Trade vorher, das müsste ja ein kleiner Win gewesen sein. Hier waren noch 2 Trades, aber der 2,7, der bei dem war auch Trendstärke 2, wie wir jetzt hier gerade gesehen haben. Wäre der Trendstärke 2, genau, und den haben wir, glaube ich, weil wir an der Stelle noch short gerichtet waren hier im DAX, haben wir den ja gar nicht so weit gemacht. So, das heißt, wenn wir dann sehen, okay, da ist Trendstärke 2, würde natürlich unsere alte Herangehensweise, die Struktur so zu lesen, wegfallen. Das heißt, es wäre ein riesiger Backtesting-Aufwand. Dann hätten wir den hier natürlich auch an der Stelle wahrscheinlich viel weiter gehalten. Wahrscheinlich hier bis zum nächsten Liquiditätspunkt, wo wir halt hier bei dem Trade zum Beispiel 5R rausgeholt hätten. So, dann sollen hier aber noch 2 Losses gewesen sein, nämlich einmal der wahrscheinlich. Ein wahrscheinlich der und wir noch mal kurz reinschauen. Ja, diese 1, 2, 3 Losses, genau, und davor war da 2,7 und das heißt sozusagen diese ganzen Trades, wenn wir noch mal schauen, werden sozusagen alle, die werden halt nicht angezeigt, weil wir hier auf H4 sind jetzt. Aber wieso muss das hier immer so, wenn man eine Zeiteinheit wechselt, wieso kann das nicht einfach da aufploppen, wo man gerade auf der kleinen Zeiteinheit wahrnehmen muss, das mal 3 Kilometer scrollen jedes Mal. Genau, das wäre sozusagen auch alles mit Trendstärke 2 jetzt hier. Sozusagen, der würde ja dann nicht rausfallen, weil den würden wir natürlich in Trendstärke 2 dann machen. Wenn wir dann einen Long bekommen, dann aber hallo, dann machen wir den natürlich. Und das heißt, allein wenn wir es jetzt für den Freitag hier betrachten, beziehungsweise Freitag und Donnerstag war das letzte Woche, hätten wir sozusagen uns einfach diese, schon mal diese 3 Losses hier sparen können. Das heißt, natürlich sind jetzt hier viel zu wenig Daten, dass wir darauf jetzt eine Entscheidung fassen und sagen, okay, wir traden das System so und sagen, okay, wenn wir jetzt in eine Richtung extrem trenden, machen wir zum Beispiel, wenn wir jetzt zum Beispiel bei Trendstärke 2 unterwegs sind, machen wir halt keine Short Trades, machen nur Long Trades, nehmen nur die Long Trades und die Long Trades, die wir halt bekommen, nehmen wir richtig. Das heißt, da überspringen wir auch sehr gerne Liquiditätspunkte, dass wir es halt so machen. Also sind natürlich jetzt hier viel zu wenig Daten, als das jetzt zu entscheiden. Das würde ich halt dann schon auf einem viel, viel, viel größeren Datensatz machen. Man muss natürlich auch sehen, dass dann, wenn ich hier vielleicht mal kurz drüber schaue, natürlich auch einige sehr, sehr gute Trades wegfallen, weil ich sehe gerade wahrscheinlich der hier, weil wenn ihr euch die Situation mal anschaut, als wir den Trade hier unten eingegangen sind, was hatten wir da für eine Trendstärke, was sagt ihr? War auch wieder 2, ne? Genau, aber -2. Ja, negative Richtung, ja. Genau, also 2 richtig, aber halt -2, weil wir halt natürlich mit dem der 5er unter dem 8er ist und der 8er unter dem 21er. So, wenn wir hier auf unsere Formel gucken, wenn der 5er kleiner ist als der 8er, ist er ist weiter unten. Der 8er kleiner ist als der 21er, ist er ist weiter unten, haben wir sozusagen -2. Das heißt, hier bei dem Trade, den wir am 9. Juli eingegangen sind, der hier diese
der hier, der uns diese 7% gebracht hätte, das heißt, er würde mit einer Trendstärke gemacht, wäre mit einer Trendstärke gemacht von minus 2. So, und das heißt, wenn wir jetzt die Regel so sozusagen integrieren würden, dann hätten wir diesen Trade nicht machen können. Das heißt, es würden dann diese 6% wegfallen und dann würden uns aber auch diese 3% Loss hier, sage ich mal, nichts nützen, dass wir uns die vielleicht eingespart haben, aber wir haben dafür halt einen 6%, fast 7% Gewinntrade verloren. Und das ist halt immer das, wie die meisten halt rangehen. Die gucken sich dann, wenn sie ihr Trading-System bauen, die finden so eine Optimierung, denken sich, boah, geil, gucken sich dann nur die Lost-Trades an und sehen nur die Lost-Trades, wie viele Lost-Trades sie damit vielleicht rausgefiltert haben. Ja, das ist geil, ihr habt einen Haufen Lost-Trades vermieden, aber denkt euch dann ja bei den Win-Trades, die muss ich mir nicht anschauen, die sind ja sowieso in den Gewinn gelaufen, was will ich da halt optimieren? Aber das natürlich dann, wenn sie so eine Optimierung in ihr System einbauen, natürlich auch wahrscheinlich eine Menge Win-Trades wegfallen, bedenken sie nicht, aber muss man natürlich dann an der Stelle bedenken. Und dann muss man sich natürlich gerade die Win-Trades anschauen und schauen, okay, was für Trades fallen da eventuell weg? Macht das dann überhaupt noch Sinn bei den Trades, die halt wegfallen? Und das ist dann halt meist der Knackpunkt. Klar, ihr findet so einfach so eine Regel zu finden, womit man hier einen Haufen Losses rausfiltert, ist einfach, aber dann trotzdessen halt auch die Wins, die einem wirklich Gewinne gebracht haben, beizubehalten und so, dass das System dann profitabel ist, ist dann gar nicht mehr so einfach. Wenn wir dann einfach nochmal vielleicht hier die Woche komplett machen und mal schauen, wir hätten dann sozusagen, wir markieren uns das einfach mal, wenn wir sagen auf H4, waren wir sozusagen bis hierhin, waren wir noch sozusagen Trendstärke minus 2, weil ihr seht ja dann, ab hier ist sozusagen der Schwarze dann über den Blauen gegangen und sind wir sogar hier auf Long dann gedreht. So, das heißt aber bis sozusagen ab der Kerze von hier bis hier waren wir Trendstärke minus 2. Gucken wir uns das mal ganz kurz auf im 5 an. Ich glaube, da war gar kein Trade weiter groß. Wenn wir zurückspringen. Doch, hier waren noch zwei Trades, sogar der hier um 12.45 Uhr und der um 13.55 Uhr. 12.45 Uhr, das war sozusagen der, nee halt, der muss ja hier davor gewesen sein. Ja, der, die beiden, die wären sozusagen auch raus, weil die wären auch mit Trendstärke minus 2 gemacht worden. Okay, das heißt, dann kommen wir dem schon wieder näher, weil dann hätten wir uns ja schon 1, 2, 3, 4, 5 Losses gespart und ein Trade, der hier bei den 6% war. Das heißt, dann kommen wir da schon mal ran. Das heißt, wir können vielleicht doch einfach ganz kurz hier in den Replay springen, dass wir ja nicht so oft hin und her springen. So, oder beziehungsweise können wir sogar bis hierhin springen. Die haben wir jetzt getrackt. Das heißt, wir gucken jetzt ganz kurz hier auf H4, wie die Trendstärke jetzt hier war. Sozusagen jetzt hier alles vor der Kerze und hier sehen wir, hier waren wir dann sozusagen noch Trendstärke 1 erst, sind dann hier auf minus 2, wie gesagt. Alles Trendstärke 1. Trendstärke 1. Hier waren wir kurz Trendstärke plus 2. Plus 2. Und hier. Ne, hier waren wir überall plus 2. Okay, das heißt, bis sozusagen. Das war dann diese Kerze hier. Genau. Alles zwischen der Kerze war jetzt Trendstärke 1. Das heißt dann. Gucken wir mal, hatten wir irgendwelche Trades bekommen? Ja, da hatten wir halt nur den Trade bekommen. Aber wie gesagt, wir haben ja gesagt, okay, Trend, wir wollen nur die Trades sozusagen bei Trend, also in diesen extremen Trendstärken, wenn dann rausfiltern. Und das heißt, den würde ich dann sagen, okay, wenn wir dann hier den Long bekommen, würde ich den auf jeden Fall machen. Wenn vielleicht auch nur bis zu einer Ineffizienz, können wir mal ganz kurz schauen auf H1. Würde dann sagen, okay, wenn wir bei zum Beispiel in diesen kleineren Trendstärken, wo ist jetzt hier unser Dings? Ah, perfekt, das ist nicht mehr zu sehen. Wenn wir dann so zum Trendstärke 1 oder minus 1 sind und dann sozusagen, oder beispielsweise wir sind Trendstärke 1, würden am liebsten natürlich einen Long bekommen aber sozusagen einen Short, dass wir dann sagen, okay, wir nehmen ihn, aber halt bloß bis zur nächsten Ineffizienz. Und jetzt hier in dem Fall würden wir den sozusagen bekommen. Aber ja, eine Ineffizienz wäre jetzt hier nicht wirklich gewesen. Das heißt, wir hätten ihn wahrscheinlich dann so genommen oder vielleicht auch nur bis zum nächsten Liquiditätspunkt. Aber selbst das hätte uns jetzt hier an der Stelle nicht viel gebracht. So, das heißt, wir nehmen mal ganz kurz das raus. Das heißt, wir haben uns jetzt den Bereich bis hierhin angeschaut und waren jetzt hier ab dem Bereich sozusagen, also sozusagen in dem Bereich hätte sich jetzt hier erstmal nichts verändert, weil den einen Trade hätten wir so genommen. Das heißt, jetzt ab dem Bereich waren wir jetzt hier noch, obwohl waren wir aber auch schon Trendstärke, immer noch Trendstärke sozusagen 1. Ne, halt, wir sind ja dann komplett schon umgeswitcht in minus 2. Okay, so, das heißt, wir gehen auf M5. Das heißt, wir gehen auf M5 und hätten dann ja sozusagen den auf jeden Fall nicht gemacht, weil wir halt minus 2, wir waren ja im Extrembereich, das heißt, die Longs hätten wir nicht gemacht, die 2. Und den müssten wir uns mal ganz genau anschauen, wie
ab was für einem Zeitpunkt wir genau Trendstärke minus 2 hatten. Ach nee, halt, ich war auf 1, aber wir waren auf Stundenbasis. Das können wir natürlich nicht so anschauen. Ich habe mich jetzt schon gewundert, weil vorhin sah es ja gerade noch anders aus. Aber 4 Stundenbasis. Genau, weil dann hätten wir hier ab dem Punkt nämlich noch Trendstärke sogar 2 gab. Ihr seht ja hier, okay, bei den ganzen Kerzen war der schwarze ganz klar über den blauen und der blaue war ganz klar größer als sozusagen war über dem goldenen, das heißt Trendstärke 2. Das heißt, die Longs hätten wir auf jeden Fall gemacht und das war ab dem Zeitpunkt hier hätten wir die Trendstärke gehabt. Das heißt, wir gucken nochmal ganz kurz hier in diesem Zwischenbereich, ob wir irgendwelche Shorts gehabt bekommen hätten und ja, siehe da, der eine Short mit 4%, das heißt, auch den müssten wir dann hier rauslöschen, weil den hätten wir hier mit Trendstärke 2 gemacht, aber da hätten wir halt nicht mit Trendstärke 2 gemacht. Das heißt, uns fehlen dann sozusagen alleine schon bei dem Trade und der andere Trade, den wir hier noch hatten, ja, eine Menge Prozent. Mal gucken wir mal ganz kurz. Würden wir uns das vielleicht in der nächsten Live-Session einfach mal anschauen. Nochmal im Detail, vielleicht schaffe ich es auch selber, mir das bis dahin anzuschauen, dass wir es einfach in der nächsten Live-Session nächste Woche mal auswerten. Weil wie gesagt, das die eine Woche, klar, hätten wir uns jetzt hier erstmal nichts gespart. Im Großen und Ganzen, weil diese 4%, die holen wir dann mit dem Paar los, selbst wenn wir uns ja alle gespart hätten, hätten wir dann da nichts groß rausgeholt. Also nicht so das Ganze gestaltet, dass es sich lohnt. Aber es muss ja auch nicht immer, es geht dann im Backtest oder hier in der Optimierung auch nicht immer nur darum, mehr Gewinne aus dem Markt zu holen. Sondern selbst wenn wir es vielleicht so hinkriegen, dass wir vielleicht sogar ein bisschen weniger Gewinne haben, aber dafür unsere Trefferquote einfach ein bisschen erhöhen und vielleicht ja die Drawdowns ein bisschen verringern, ist das natürlich trotzdessen positiv. So, es geht nicht immer nur um den Gewinn, nicht immer nur Gewinn, Gewinn, weil meist tut man halt mit mehr Gewinn auch immer den Drawdown vergrößern. So, weil so aus meiner Erfahrung kann man halt immer damit rechnen, je nachdem, was man halt im Schnitt wöchentlich hat, dass man halt davon, von diesem Schnitt, was man sozusagen ja, roundabout von seinem System sozusagen rausholt, dass man diesen Schnitt immer mal 3 rechnen muss und dann hat man immer so die Größe der Drawdowns, die ja normal für das System sind. So, bei unserem System hier haben wir so 4-5% pro Woche, was wir ja aktuell im Schnitt machen. Hier bei uns auf der Übersicht. Und das heißt sozusagen, das mal 3 gerechnet, sind wir sozusagen ja bei roundabout 15%. Dann hast du so diesen Maximal-Drawdown, mit dem du bei diesem System auf jeden Fall rechnen musst, so in etwa raus. Und das haut ja, glaube ich, auch bei unserem System hin, weil wir hatten jetzt auch schon über die letzten 19 Monate, ich glaube, 2-3 Mal einen Drawdown von über 10%. Ich glaube, 12-14% irgendwie sowas in die Richtung war unser größter Drawdown. Und das hat halt bisher diese Faustformel immer hingehauen. So, das heißt, muss man natürlich dann immer im Kopf behalten, dass dann, wenn man dann versucht, den Profit von seinem System anzuheben, dass man dann natürlich da auch immer den Drawdown ganz automatisch mit anhebt. Da kann man meist gar nichts groß machen. Klar kann man immer schauen, ob man ein paar Optimierungen findet, das Ganze dem Ganzen entgegenzuwirken, aber aus meiner Erfahrung gelingt einem das meist nicht komplett. Okay, das waren jetzt sozusagen hier alle Trades, die wir bisher jetzt hierher sozusagen im Call gemacht hatten. Genau, und ich habe die Trades jetzt hier auf jeden Fall auch schon, wie ihr das vorhin im Intro gesehen habt, schon dokumentiert. Und wenn wir da einfach mal ganz kurz jetzt hier reingehen, sind das jetzt sozusagen hier alle Trades, die wir bisher die Woche gemacht haben. Also bisher sieht es tatsächlich die Woche nicht so rosig aus, aber ja, wenn man sich ja die letzten Wochen anschaut, was wir hier für starke Wochen jetzt hier dabei hatten, ja, ist so eine Woche, war so eine Woche abzusehen, natürlich. Das heißt, wir können nochmal ganz kurz schauen, wo wir prozentual jetzt hier gesamt stehen, aber das sieht echt nicht gut aus. Ja, bei minus 4,58%. Ja, kritisch, okay. Aber es ist ja auch erst Donnerstag früh, wir haben immer noch heute den kompletten Donnerstag, morgen den kompletten Freitag und daher einfach mal schauen, wo wir rauskommen. Und genau, wie gesagt, es ist halt hier kein, wir haben es vorhin im Intro, waren wir gerade genau schon an der gleichen Stelle, liegt daran, dass ich es jetzt hier gleich danach aufnehme, logisch, selbst wenn sich jetzt der Long, wie gesagt, bilden würde, würden wir den nicht nehmen, weil halt, wie gesagt, aktuell einfach der Trade hier noch läuft. So, wie gesagt, wenn jetzt hier noch Trades kommen, versuche ich euch hier ein bisschen auf dem Laufenden zu halten, dass wir so eine Art kleines ja, Live-Trading sozusagen machen. Und genau, dann gebe ich euch hier auf jeden Fall dann nochmal, wenn die Woche, ja, beziehungsweise spätestens wenn die Woche abgeschlossen ist, auf jeden Fall nochmal ein Update. Also die Woche ist jetzt hier mittlerweile komplett rum. Ich habe es leider letzte Woche nicht nochmal geschafft, hier einen Update zu geben. Ich glaube, es war hier unser letzter Trade, den wir hier gemacht hatten, am Donnerstag oder wann das genau war, genau am Donnerstag. Sind wir stehen geblieben irgendwo hier und wir haben dann auf jeden Fall hier danach direkt nochmal einen Loss kassiert. Der hat dann hier nochmal den Liquiditätspunkt gestrippt, den wir uns eigentlich gewünscht hätten, aber ja, hat dann hier weiter gestrippt. Und das heißt, er hat uns hier am Donnerstag nochmal einen Loss gegeben und dann am Freitag hier auch nochmal einen.
Ich dachte erst zum Großen und Ganzen, dass wir eigentlich Trading-Pause haben, weil wir haben beim Trading-Plan ja ganz genau definiert nach Loss, 6 Losses in Folge in die gleiche Richtung, Pause bis zum nächsten Win-Trade. Aber, halt, wenn wir mal ganz kurz reinschauen, hatten wir zwar jetzt diese Woche hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, jetzt ja hier schon an der Stelle über 7 Losses in die gleiche Richtung, aber wir hatten ja zwischendurch diesen kleinen, den habe ich nämlich übersehen hier fast, diesen kleinen Trade hier in die Gegenrichtung. An dem Punkt wurde das Ganze natürlich wieder zurückgesetzt. So, das heißt, wir hatten dann 1, 2, 3, 4, 5, nur 5 Lost Trades in sozusagen die gleiche Richtung. Ihr seht das schon jetzt hier aktuell Montag, weil ich übers Wochenende ja unterwegs war. Das heißt, übers Wochenende, wie gesagt, leider nicht geschafft mit dem Update, aber es sind jetzt hier auf jeden Fall, wie gesagt, nochmal 2 Losses dazu. Kommen hier am Freitag nach unten gesweept, den zweiten Sweep bekommen und dann hier sozusagen den Bruch. Und sind dann hier um 17.10 Uhr ausgestoppt worden, hätten dann auch hier nochmal einen Trade bekommen, der auch aktuell so jetzt noch laufen würde. Aber da wir keine Trades übers Wochenende halten, machen wir dann ja auch Freitag dann schon gegen 16, 17, 18 Uhr keine Trades mehr. Und da der wäre 17.55 Uhr kommen, dann machen wir natürlich dann keinen Trade mehr, weil da die Märkte bewegen sich dann nicht mehr groß, seht das hier eher seitwärts dann. Und dann wird es uns dann bis zum Wochenende, wenn wir ihn dann Freitagabend irgendwann schließen, eh nichts mehr großartig bringen. Daher ist das jetzt sozusagen unser Ergebnis. Wenn wir jetzt hier mal ganz kurz in die kleine Woche gehen, habe ich jetzt hier auch schon alle Trades eingetragen. Und ihr seht schon jetzt hier unten, stehen wir bei einem Gesamtergebnis von minus, ja, roundabout 7,6%. Also das ist wahrscheinlich unser schlechtes Ergebnis seit Monaten, also keine Ahnung, wenn ihr mal hier hochscrollt und wir mal schauen, was hier unsere Ergebnisse waren. Wir hatten hier nie, eine größere Minuszahl als hier vielleicht mal 3%, ja hier 3,78%, oder sich doch hier 5,47%. Das war wahrscheinlich seit Monaten hier unser, wenn wir weiter hochscrollen, seht ihr hier, hier war wirklich unser letzter wirklicher Minusmonat mal über 6%, 9. Kalenderwoche. Wir sind jetzt aktuell, ihr seht das, hier 29. Kalenderwoche, also fast 20 Kalenderwochen, also es sind sozusagen 4, 8, 12, 16, ja, das sind 4, 5, 6 Monate her, als wir da den letzten Lost-Monat über 6R hatten, also, ja, aber ich meine, wer halt solche Wochen hier einstecken kann, solche Wochen, vor allem auch solche Wochen mehrmals in Folge, muss natürlich auch sich, das ist halt Trading, muss auch in der Lage sein, sowas mal einzustecken und mal da einfach in den Drawdown zu gehen. So, das ist halt vollkommen normal, das gehört dazu. Ihr wisst ja, ich sehe das Ganze nicht als Verlust, sondern immer als Ausgabe. So wie ganz normal, weil ich ja mein Trading gesamt immer wie ein ganz normales Business, wie ein ganz normales Unternehmen betrachte und kein Unternehmen, es gibt kein Business, kein Unternehmen, was nur Gewinne macht. Jedes Business, jedes Unternehmen hat irgendwelche Ausgaben, die es tätigen muss, um Gewinne zu machen. Scheißegal, ob du jetzt irgendwie ein Handwerker bist, der erst Material kaufen muss oder erst ein Büro mieten muss, whatever, um dann sozusagen, oder erst Werkzeug kaufen muss oder erst in eine Ausbildung investieren muss, whatever, der als erstes Ausgaben hat, bis er sozusagen Gewinne macht, oder ob es, wie ich immer bringe, ein Barbershop oder ein Friseursalon ist, der erstmal einen Salon mieten muss, der eine Ausbildung machen muss, der eine Rasiermaschine, eine Schere kaufen muss oder whatever, immer erstmal Ausgaben, bis sozusagen Gewinne kommen oder gewisse Investitionen, bis Gewinne kommen. Und genauso sehe ich es auch im Trading. Diese ganzen Verluste sind für mich einfach nur Ausgaben, für die ich tätigen muss, für die nächsten Gewinne, weil nur Gewinne gehen nicht. Verluste gehören einfach dazu, genau wie halt Ausgaben zu dem Business gehören. So sehe ich das Ganze. Daher halt vollkommen normal, ja, alles im grünen Bereich. Und das heißt dann jetzt nächste Woche ist auf jeden Fall die 30. Kalenderwoche, hat jetzt ja schon angefangen. Und da bin ich dann auf jeden Fall mal gespannt. Da gibt es jetzt hier auf jeden Fall nicht viel mehr dazu zu sagen. Wenn dazu irgendwelche Fragen sind, wisst ihr, unten in der Beschreibung ist zum einmal unsere Community verlinkt, komplett kostenlose Community, wo ihr uns Fragen stellen könnt, wo ihr anderen Membern Fragen stellen könnt, wo ihr euch mit anderen Membern austauschen könnt und natürlich aber auch unsere WhatsApp-Nummer, wo ihr uns jederzeit schreiben könnt, wenn ihr da irgendwelche Probleme habt. Daher wünsche ich euch auf jeden Fall, je nachdem, wenn ihr das Video seht, noch einen geilen Tag, geilen Abend. Wir hören uns dann spätestens im nächsten Video.